uns jetzt lieber das Wort Ah, Statue. hier hören Sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja, ja. Ist wohl, hä? Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Gehen wir einfach klettern, wie immer. Ja, rauf. Ah, da ist der erste Schatz. Ich weiß gar nicht. Gehen wir einfach mal hier durch. Und nehmen den Schatz. Eine silberne Schildkröte. Ja, ja. Irgendwie noch geil. Naja. Hallo, ich bin die Schildkröte. Ich bin die Schildkröte. So, fortsetzen. Erster Schatz. Ja, ich weiß. 5 Punkte haben wir bekommen. Ist Sally hinter uns? Ja, ist er. Gut, gehen wir weiter. Halt, Sally, hörst du das? Ah, jetzt kommen wir zu dieser Szene. Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Beste Szene. Ah, da oben ist schon ein Schatz, sieht man. Da blinkt der Bass. Ja, man hat es wohl gesehen, Herr. Gut, dann gehen wir hier rauf. Ganz normal. Schau sich Anna das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Oh ja. Jedenfalls Kapitel 3, ein überraschender Fund. Wo müssen wir durch? Hier so durch können wir nicht. Also müssen wir hier hin. Ja, in die gewünschte Richtung. So, das Wasser sieht gut aus. Also der Effekt ist gelungen. Fahren wir. Ja, wir fahren. Voll die geile Richtung wechseln. Ja, wir fahren jetzt mal hier durch. Ich weiß, ich sage fahren, aber ist mir scheißegal. So. Erst wieder Pitch Apache. Scheint, als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Wirklich? Hätte ich jetzt niemals gedacht. So, gehen wir hier rechts und links und hüpfen wir dann hier ab. Was ist hier speziell? Ja, hier müssen wir hier rauf. So. Dann wieder hier. Wieder klettern. So hüpfen. Ah, das Spiel. Man muss so viel herumklettern und dann noch Waffengewalt. Ich liebe das Spiel. Das ist wirklich mein Lieblingsspiel. Wow. Wow, das hätte jetzt wirklich schief gehen können. Aber so dermaßen. Ich weiß gar nicht, was hier. Gehen wir mal hier durch. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist ein Schatz. Ja, ist da. Ah, nice. So. Scheiße. Was war's? Boni. Ist er bei Boni? Schätze so. Zweiter. Goldene Tyrona Anhänger. Oh. Cool. So. Gehen wir wieder runter. Hangen uns hier entlang. Gehen wieder die Runde. So. Hey, pass da oben auf. Da geht's tief runter. Hätte ich jetzt nie gedacht, Sally. Danke, dass du mir gesagt hast. Da kann man hier durch. Muss ich ja. Puiuiui. Hüpfen. Ja, gut gemacht. Sehr guter Drake. Ganz guter Drake. Ach, komm schon. Hier müssen wir wieder runter. So. Ganz gechillt hier durch. Wow. Die Sonne erstrahlt uns entgegen und dann sind Vögel hier. Und hier ist das U-Boot. Da oben der Schatz. Schauen wir dann mal. Wow. Ja, voll die geile Animation. So, Kreis. Perfekt. Gehen wir wieder hier rauf. Und öffnen wir mal hier. Knapp.
Und hier nochmal. Nein! Uka! Kamehameha. Hier müssen wir vielleicht wieder rauf. Wieder runter. Dann hier rück. Mate, von dort kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Ja, das hätte ich jetzt niemals gedacht, Sully. Ah, die Atmosphäre schon bei Indiana Jones, wollte ich sagen. Bei Uncharted ist einfach genial. Gut. Hallo. So. Schatz gefunden. Inka-Ohrring aus Gold und Türkis Gestein. Wieso das hier ein Inka-Ohrring ist, wissen wir nicht. Gut, geben wir wieder zurück. Gehen rein in das U-Boot des Todes. Nein, es ist kein totes U-Boot. Das gibt es nicht. Nate, willst du gegen Tetanus gehen? Sehr witzig. Hä? Ja. Oh. Okay, bin drin. Oh. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Ah, Blut. So, gehen wir hier durch. Müssen klar die Tür öffnen. Was hat sie wohl so hingerichtet? Wieso ist hier überall Blut? Jetzt müssen wir Kreise drehen. Kreise drehen. Und haben die Tür geöffnet. Yeah, super. Laufen wir weiter durch. Ah, ich würde niemals, wirklich niemals in einem verlassenen U-Boot herumlaufen. Na, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Oh, eine Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Das kann nicht sein. Wir wissen schon alles, also kann das nicht sein. Ja? Immer diese Deutschen. Der noch mit so viel Gold. Er wollte wohl abhauen, hä? Ja, gehen wir weiter. In einem unter Wasser liegende U-Boot. Was? Jetzt müssen wir wirklich noch schwimmen. Nee, da alles machen lassen. Gemütlich. Oh ja. Hast du recht. Also ich finde es gemütlich. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Ach, was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst.
Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! So, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Jetzt ist irgendwie Sully verschwunden. Oder irgendwo hingegangen. Wir müssen durch das U-Boot wieder zurück. Oh, nicht, nicht! Oh, oh. Das ist wohl nicht gut. Nein, das ist wirklich gut. Lauf. Lauf einfach. Auf geht's. So, hopp, 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 hopp. Und bumm. Ja, es macht bumm. Hey, hey! Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Bloß darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Ach du Dreckskerl! Haltet ihn! Ja, jetzt müssen wir weglaufen. Und alles tolle Kollegen hinter uns. Und weg, Bastard. So, weiter. Los, lauf, Drake. Haben wir keine Waffe mehr? Nein, wir haben sie nicht mehr. Ah, wir wurden noch beraubt bei unserer Waffe. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Langsam, Cowboy. Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. So. So. Drake, Vorsicht! Wo sind die? Fuck. Scheiße. Okay, ich bin super gut im Treffen. Ja, dich kriegen wir noch. So. Das lässt du bezahlen.
Ich habe null Ahnung. Wieder verstecken. Ja, ausholen. Ja, gut. Es wird wieder farbig. Thank you.